Und ihr könnt aufschlagen mit mir zu Johannes Kapitel 13. Möchte ich hier kurz einsteigen heute Morgen. Und zwar auch wiederum mit einem Vers, das ich letzten Sonntag genommen habe. Johannes Kapitel 13 und Vers 34. Es heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist wichtig, dass wir erkennen, dass unser Kennzeichen, wie Jesus hier sagt, damit die Welt erkennt, zu wem wir gehören oder wer wir sind, hat damit zu tun, dass wir Liebe untereinander haben. Nicht einfach nur, damit wir herumlaufen mit einem T-Shirt drauf steht, Jesus liebt dich. Das ist nicht das Kennzeichen. Ja? Ist nicht das Kennzeichen, dass wir eine bestimmte Frisur haben oder sonst irgendwas, sondern was uns kennzeichnet, ist nicht, wie groß unsere Bibel ist oder sonst was, sondern dass wir Liebe untereinander haben, unser Umgang miteinander. Weil wir in einem Bund stehen mit Jesus, deswegen sagt er eben auch hier, ein neues Gebot gebe ich euch. Nicht eine Meinung, den er hier abgibt, sondern ein Gebot, das er uns hier gibt. Nun, wenn wir zur Apostelgeschichte Kapitel 2 gehen, dann stellen wir hier auch fest, wie die Gemeinde wirklich auch das angefangen hat, wirklich auch zu leben. Es heißt hier in Vers 42 in der Apostelgeschichte 2, gleich am Anfang hier von der Gemeinde, nachdem 3000 Seelen gewonnen wurden am Tag vom Pfingsten. Es heißt, sie verharrten oder sie blieben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Hier sehen wir so ein kurzes Bild über die frühe Gemeinde, wie sie gelebt haben, wie sie da waren füreinander. Sei es auch in finanziellen Bereichen, wo sie Nöte hatten. Damals muss man ja verstehen, gab es ja keine AHV, es gab keine Sozialversicherung. Also wenn du keine Kinder hattest, die für dich sorgen, dann standest du da ohne irgendwas. Also auch da waren sie füreinander einfach da. Die Liebe, die sie füreinander hatten, war nicht einmal nur mit netten Worten, sondern es war auch mit ihrem Leben. Es heißt, sie blieben in Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in Gebeten. Brechen des Brotes, das ist mein Thema heute Morgen. Ich möchte heute Morgen sprechen zum Thema der Bund des Abendmahls. Dass das, was wir hier beim Abendmahl feiern, auch heute Morgen, wie wir das gewöhnlicherweise hier bei uns tun, am letzten Sonntag vom Monat, dass wir verstehen, dass das nicht einmal nur ein nettes Ritual ist, sondern dass das ein Bundeszeichen ist von dem Bund, von dem Schwur, welches auch Gott uns gemacht hat in Christus Jesus. Dass genauso wie er auch zu uns steht, ja, auch wir zueinander stehen sollen. Der ganze erste Johannesbrief, kannst du es hier selber mal durchlesen. Es heißt dort, wie können wir sagen, dass wir Gott lieben und wir hassen unseren Bruder? Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Dass man seinen Bruder hasst, ja, ihm Böses wünscht und im gleichen Moment auch sagt, ich liebe Gott. Das geht nicht. Warum? Weil wenn du Gott liebst und du weißt, dass Gott deinen Bruder liebt, den du eigentlich hassen möchtest, ja, dann kannst du ihn nicht hassen, weil deine Liebe zu Gott größer ist als dein Hass gegen deinen Bruder. Amen. Und das ist das, was auch das Abendmahl als Bundeszeichen uns immer wieder neu aufzeigt, wie Gott in Christus alles gab für uns, uns geliebt hat,
uns zu neuen Kreaturen, neuen Schöpfungen gemacht hat und uns eben ein neues Gebot gibt, dass wir einander lieben sollen, einander Gutes tun. Das heißt nicht, dass man Liebesgefühle haben muss über jeden und hier. Nein, sondern das Wort Liebe dort ist das Wort Agape. Das heißt, dass man Gutes wünscht, dass man Segen wünscht, dass man Wohlergehen wünscht. Amen. Amen. Also wir haben es hier bei uns nicht eingeführt und wir werden es auch nicht einführen, dass man seinen Bruder jetzt küssen muss jeden Sonntag, wenn man hierher kommt. Ja, ich weiß, es ist, ich sage es euch ehrlich, manche Prediger, die wir zu Gast bei uns haben aus Amerika, oder? Und sie kommen hier in die Schweiz und hier bei uns ist es üblich unter guten Freunden, man begrüßt sich mit einem Kuss. Ne? Früher waren es ja nur zwei. Weiß ich, wer mag noch das erinnern? Es war nur links und rechts, oder? Irgendwo haben die Welschen uns beeinflusst. Ja, weil plötzlich ist es drei, oder? Man macht immer drei, oder? Und manchmal, wenn wir Gäste haben und die sehen, wie wir einander uns küssen, die denken, oh meine Güte, die praktizieren das, dass man jeden hier küssen muss, wenn man sie begrüßt, oder? Nein, das ist nicht der Fall. Ich küsse auch nicht jeden hier. Ich küsse links und rechts, oder? Ja, je nachdem, wenn es gerade passend ist, wenn es gerade ein Moment ist, wenn es gerade Geburtstag ist oder sonst irgendwas. Wobei, nächsten Sonntag müsst ihr mich nicht alle küssen. Es kann ein bisschen zu viel werden. Dankeschön. Aber auf jeden Fall. Also es heißt, seine Nächsten zu lieben, damit wollte ich dir sagen. Es heißt nicht unbedingt, dass man jetzt, was weiß ich, ja, jeden immer umarmen muss und küssen muss und all das, sondern dass man eigentlich wohl wünscht. Ja. Warum? Ja, weil Jesus sie liebt. Amen. Nun, gehen wir zu Hebräerbrief Kapitel 6. Und ich möchte hier so ein bisschen auf diesen Bund eingehen und uns verständlich machen, wie der Herr wirklich einfach auch zu uns steht und wie auch wir zueinander stehen sollen. Hebräer Kapitel 6, lesen wir hier ab Vers 11 einige Verse. Es heißt, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wer will die Verheißungen erben? All die Verheißungen Gottes, die durch das symbolisiert wird, dass Jesus für uns starb. Alle Verheißungen. Er sagt hier dann, denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte Abraham, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Deshalb hat sich Gott, da den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Also Gott hat sogar ein Eid abgelegt. Ein Eid dafür abgelegt, dass er uns segnen wird. Also dass er Abraham segnen wird und durch Abraham werden auch wir gesegnet. Er hat ein Eid abgelegt. Er wollte es bestätigen. Nun, hier heißt es, wie er das gemacht hat. Deshalb hat sich Gott da den Erben der Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott durch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Also wir sehen hier, dass Gott hat sich verbürgt, dass er Gott ist erstens mal, es gibt keinen Größeren, also muss er schwören bei sich selbst. Ja? Und dass er überhaupt nicht lügen kann. Er hat gesagt, dass er segnen wird. Er wird segnen. Nun, er sprach diesen Schwur aus, wir können den vielleicht kurz anschauen, im 1. Mose 22. Das ist die Stelle, worauf der Hebräerbrief sich bezieht. Das ist der Moment, wo Abraham gebeten wird, seinen Sohn Isaac auf den Berg Moria zu bringen und ihn zu opfern. Und als Abraham dabei ist, das zu tun, im letzten Moment sagt der Herr, tu es nicht, denn ich weiß, dass du wirklich auch Gott fürchtest. Und hier heißt es hier,
in Kapitel 22, Abvers 14. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen, oder der Herr wird versorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, selbst der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels, wie der Sand und der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Alle Nationen. Also hier sehen wir, dass nicht nur dem Abraham und dem Volk Israel ist dieser Segen Abrahams geschworen worden, sondern es heißt auch alle Nationen. Die Schweiz ist eine Nation. Amen. Und dieser Schwur, den Gott machte, den hat er gesagt, du sollst gesegnet sein in allem, was du tust. Und er schwor bei sich selbst. Also es sollte eigentlich genug sein, dass Gott es nur sagt. Aber hier wollte es den Abraham einmal noch klar und deutlich machen, dass er sogar geschworen hat, ein Eid geschworen hat. Sich versprochen hat. Nun, am kommenden Dienstag, am kommenden Mittwoch haben wir den 1. August. Ne? Wir feiern die Eidgenossenschaft. Die Schweiz, die Eidgenossen, ja, die damals im Jahre 1291 oder, zusammengekommen sind und haben auch ein Eid geschworen, ein Bund miteinander gemacht, so wie Gott einen Bund mit Abraham machte. Haben die Eidgenossen einen Bund miteinander gemacht, diese drei Kantonen von Schwyz, Uri und Unterwalden, ich bringe es zueinander, Unter- oder Obwalden, Unterwalden, die drei Kantone, die einander ja, geschworen haben. Wisst ihr was, ich weiß nicht, wer schon mal den Bundesbrief kennt. Kennt jemand den Bundesbrief? Ich lese euch ein bisschen davon, was sie einander geschworen haben. Um einfach deutlich, noch viel deutlicher zu machen, was meinst du, was Gott uns verspricht? Es heißt hier nur am Anfang von dem Bundesbrief von 1291, deutsche Übersetzung natürlich vom Lateinischen. Es heißt in Gottes Namen, Amen, in Gottes Namen, dem Allmächtigen. Weißt du, das muss unbedingt drin bleiben. Wisst ihr was, es gibt Bewegungen, die wollen Gottes Namen rausnehmen. Wird nicht passieren. Das öffentliche Ansehen und Wohl erfordert, dass Friedensordnungen dauernde Geltung gegeben werde. Darum haben alle Leute der Talschaft Uri, die Gesamtheit des Tales Schwyz und die Gemeinde der Leute der unteren Talschaft von Unterwalden im Hinblick auf die Arglist der Zeit zu ihrem besseren Schutz und zu ihrer Erhaltung einander Beistand, Rat und Förderung mit Leib und Gut innerhalb ihrer Täler und außerhalb nach ihrem ganzen Vermögen zugesagt, gegen alle und jeden, die ihnen oder jemand aus ihnen Gewalt oder Unrecht an Leib oder Gut antun. Der Einleitungssatz. Das heißt, dass sie sich versprechen, wenn der eine angegriffen wird, dann kommen die anderen zur Hilfe. Egal was passiert, egal was ist, sie sind füreinander da. Was der eine braucht, ja, wird der andere bringen. Und umgekehrt genauso. Und dann haben sie natürlich verschiedene Ordnungen gemacht. Ich lese euch mal kurz zusammengefasst, was die heißen. Jede Gemeinde hilft der anderen mit Rat und Tat. Jeder soll aber gemäß seinem Stand weiterhin seinem Herrn dienen. Das Richteramt in den Tälern darf nicht gekauft oder nur von Landleuten ausgeübt werden. Streit unter Eidgenossen soll von den Einsichtigsten geschlichtet, deren Entscheidung von allen geschützt werden. Auf Mord steht die Todesstrafe. Ein flüchtiger Mörder darf nie mehr zurückkehren. Wer ihn aufnimmt, wird ebenfalls des Landes verwiesen, bis ihn die Eidgenossen zurückrufen. Brandstifter verlieren das Landrecht. Und wer einen solchen in den Tälern aufnimmt und beschützt, haftet für den angerichteten Schaden. Wer einen Eidgenossen beraubt oder irgendwie schädigt, haftet mit seinem Vermögen in den Tälern. Schuldnern oder Bürgen dürfen nur mit richterlicher Erlaubnis gepfändet werden. Jeder hat seinem Richter zu gehorchen und gegebenenfalls anzugeben, vor welchem Richter im Tal er sich zu verantworten hat. Wer einen Richterspruch nicht befolgt und dadurch einen Eidgenossen schädigt, soll von allen anderen zur Wiedergutmachung gezwungen werden. Krieg oder Streit zwischen Eidgenossen soll schiedsgerichtlich beigelegt werden. Und wenn ein Teil sich dem Schiedsspruch
nicht unterziehen oder die Entschädigung nicht leisten will, so sind die Eidgenossen gehalten, den anderen zu schützen. Also was hören wir da drin? Wir hören, wie sie einfach füreinander da sind, einander zur Rechenschaft auch zu ziehen. Und der Bundesbrief schließt ab und ich lese wieder die Übersetzung. Diese Ordnungen sollen, so Gott will, dauernden Bestand haben. Zur Urkunde dessen ist auf Verlangen der Vorgenannten diese Urkunde gefertigt und mit den Siegeln der drei vorgenannten Gemeinden und Tälern bekräftigt worden. Geschehen im Jahre des Herrn 1291 zu Anfang des Monats August. Die Eidgenossenschaft. Der Anfang der Schweiz, wie man dem eben auch sagt. Es war ein Bund, den sie gemacht haben. Und sie haben es besiegelt, sie haben ein Zeichen ihres Bundes gemacht, indem sie Siegel gesetzt haben auf diesen Bundesbrief. Es sind leider nur noch zwei vorhanden, wenn man das Original anschaut, aber sie haben alle drei mit einem Siegel das bestätigt. Und genauso hat auch der Herr im Alten Testament dem Abraham auch gesagt, auch er soll ein Siegel setzen. Auch wir haben ein Siegel für im Neuen Testament, das als Zeichen auch des Abendmahl auch gilt. Der Siegel für Abraham und das Volk Israel war die Beschneidung. Gott hat dem Abraham gesagt, als Zeichen dafür, was dein Siegel ist auf dem Bundesbrief Gottes mit dem Volk Israel, soll die Beschneidung jedes männlichen, jedes Mannes sein, ja, wenn er acht Tage alt ist. Und diese Beschneidung war so bildhaft für sie. Ihr kennt ja die Story von David und Goliath, oder? Aber habt ihr wirklich schon mal verstanden, was David wirklich da gesagt hat, als er dem Goliath entgegenging? Wenn du hier mal liest im 1. Samuel 17. Ich möchte heute Morgen, wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir uns noch viel mehr bewusst sind, dass das ein Zeichen des Bundes ist, das Gott mit uns geschlossen hat. Dass alle Segensverheißungen, das Gott dem Abraham versprochen hat, dem Christus versprochen hat, auch uns zuteil sind. Schaut mal hier beim David und Goliath nur kurz. Ich lese nicht die ganze Geschichte. Ihr kennt sie ja, wie er dann als junger Mann kam und bereit war, gegen den Goliath zu kämpfen, obwohl kein anderer im Volk Israel gegen ihn angehen wollte. Er war ja über 3,5 Meter groß, also sie dachten, das ist keine Möglichkeit. Aber David, hier heißt es ab Vers Kapitel 17, ab Vers, lesen wir ab Vers 44 möchte ich hier einsteigen, Vers 43. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Nun, wie konnte er eine solche Überzeugung haben. Er wusste, er kann das nicht in seiner eigenen Kraft tun, aber war überzeugt, dass der Gott Israels wird mit ihm sein. Er hat einen Bund gehabt, er hat den Siegel gehabt, so wie die Eidgenossen wussten, dass ein Kanton dem anderen helfen wird, wenn sie in Schwierigkeiten kommen. Wusste David, dass wenn wir in Schwierigkeiten sind als Volk Israel, der Herr Gott ist bei uns. Schau mal hier, geht jetzt nochmals kurz zurück, ein paar Versen. Hier werdet ihr sehen, was dem David so bewusst war, und zwar ab Vers 36. Moment. Vers 36. So hat dein Knecht, das spricht der König, König Saul, so hat dein Knecht den Löwen, den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Diesem was, Philister? Diesem unbeschnittenen Philister. Was heißt das? Dass dieser Philister nicht in einem Bund steht mit Gott, dem Allmächtigen. Als David sagte, diesem Unbeschnittenen, er wusste, ihm war ganz klar, es geht um den Bund, um das Versprechen, das Gott dem Abraham gab, als er einen Schwur sogar ablegte. Und sagte, Abraham, ich werde dich segnen.
Ich werde bei dir sein. Niemand wird gegen dich ankommen können. Deine Feinde werden nichts gegen dich in der Hand haben. Und David wusste das. Deswegen war es ihm egal, wie stark er war, wie groß er war, wie klein er war, was für eine Waffe er hatte. Er wusste, es spielt gar keine Rolle. Dieser Unbeschnittene, dieser Philister, der keinen Bund hat mit dem Allmächtigen, hat keine Chance gegen mich. Weil David wusste, ich bin nicht stark, aber der Herr. Und genauso wie die Eidgenossen zusammenkamen, egal ob es Schwyz, Unterwalden oder ob es Uri war, sie wussten, wer gegen den einen kommt, der kommt gegen alle. Und genauso müssen wir verstehen, will der Herr es auch haben, dass wir im Leib Christi verstehen, dass wir alle zusammenstehen, dass wir alle eins sind. Das Abendmahl hier wird auch im Neuen Testament als Tisch des Herrn beschrieben. Ein Tisch, wisst ihr, was ein Tisch ist? An dem man sitzt. An dem man genau gleich herumsitzt, alle miteinander, dass man eins ist, so wie wir es gelesen haben in Apostelgeschichte 2. Die Liebe, dass man da ist füreinander, dass man da ist und zueinander steht. Amen. Obwohl man Diskussionen haben kann und so weiter untereinander und nicht immer alles, aber dass man das Beste wünscht, weil man weiß, wir sind ein Leib in Christus Jesus. Also David hier, er kannte, was es bedeutet hat, wenn er das Siegel des Eides eben auch in der Hand hatte, wenn er das auch verstand. Gehen wir hier zum 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Paulus bringt hier das Abendmahl. Und er sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, ab Vers 23, ich habe vom Herrn empfangen. Das war nicht nur eine Idee, die er ausgedacht war. Er war ja am Abendmahltisch ja nicht dabei, als Jesus dort war mit seinen 12 Jüngern, Paulus nicht. Aber er hat vom Herrn empfangen. Also dem Herrn war es wichtig genug, dem Paulus, dem er die ganze Offenbarung im Neuen Testament gab, dass er ihm auch diese Offenbarung gab. Und Paulus hat das den Gemeinden weitererzählt und dafür gesorgt, dass man dieses Abendmahl, wie man das auch nennt, weil es am Abend ein Mahl war, an dem Jesus das tat, dass dieses Abendmahl als Zeichen, als Erinnerung des Bundes ist, des Segens, welches Gott mit uns in Christus Jesus gemacht hat. Es heißt, ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm es, als er gedankt hatte, es brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Er sagt, dieses Wein ist das Blut des Neuen Testamentes, des Bundes. Ein Bund. Mein Lieber, wir sind alle Eidgenossen im Herrn, genauso. Dass wir auch ein Eid gemacht haben vor dem Herrn, als wir sagten, Jesus Christus, komm in mein Herz, sei mein Herr. Das war ein Eid, der auch etwas bedeuten sollte. Es bedeutet beim Herrn was, weil er natürlich Christus Jesus gesandt hat und der sein Leben für uns gab. Sein Bund, den er mit uns gemacht hat. Manchmal erkennen wir nicht wirklich, wie wichtig das ist. Wenn wir daran denken, das Zeichen des Bundes für die Juden war die Beschneidung und David war so überzeugt, er konnte gegen den Goliath angehen, es war ihm egal. Weil er wusste, ich habe einen Bund mit Gott. Wenn wir hier weiterlesen, es heißt, Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Also wir stellen schon mal fest, dass es nicht einmal nur ja, ein bisschen Traubensaft hier und ein bisschen Knäckebrot, das man da gebrochen hat und wir essen so ein bisschen was. Sondern es hat eine Bedeutung, ein Zeichen dessen, unseres Eides, unserer Hingabe, unserer Verpflichtung, unseres Wortes. Er sagt hier, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt, nicht richtig unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen.
Mit den Schlafen meint er nicht einfach nur eingeschlafen, er meint frühzeitig gestorben, ist, was er damit meint. Er sagt hier, also wenn wir uns dessen nicht bewusst werden, was das wirklich heißt, was wirklich das Eid des Bundes ist, der Segensverheißung ist, dann werden wir weit unter dem leben, was Gott eigentlich für uns hat. Unwürdig davon zu nehmen heißt, dass wir sagen, Gott, ich liebe dich, aber ich hasse meinen Bruder. Ich wünsche dem, dass der einfach pleite macht, dass der einfach außer Schmerz, oder dass man ihm Böses wünscht. Das geht nicht. Das ist, was es heißt, unwürdig zu sein. Schau mal hier, wenn wir ein bisschen weiter zurückgehen, dann sehen wir überhaupt den Zusammenhang hier. In Vers 20 beginnt er nämlich, Paulus, mit dem, wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen, zu trinken, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Und dann geht er auf das Abendmahl ein. In anderen Worten, die Korinther waren so, dass einige in der Gemeinde waren sehr wohlhabend, andere wiederum nicht. Und als sie zusammenkamen, um zu essen, wie wir es gelesen haben in der Apostelgeschichte 2, zu einem Liebesmahl, hatte einer seinen Steak mitgebracht und sein Chateaubriand vorbereitet. Und der andere hatte einfach sein Servola gehabt. Und dann saßen sie alle am Tisch. Der eine hat dann großartig da gegessen mit Kaviar, alles drum und dran, oder was er überhaupt hatte. Und der andere einfach mit Servola und Brot und gab überhaupt nichts ab. Und er sagte, was soll das? Ne? Ihr beschämt einander mit dem. Ihr verachtet einander mit dem. Wenn ihr dann zusammenkommt, dann teilt wenigstens aus. Und sonst esst zu Hause, das ist in Ordnung. Esst euer Chateaubriand. Esst euer Kaviar, was weiß ich, es ist völlig in Ordnung, das zu haben, aber tut es zu Hause, aber wenn ihr zusammenkommt, dann kommt nicht zusammen, um irgendwie den anderen zu beschämen oder den anderen zu verachten. Und so sagt er, ich habe euch überliefert, was Jesus gemacht hat an dem Mahl, als er war. Er hat das Bundeszeichen gegeben, gezeigt, wie man alle gleich ist im Herrn, den gleichen Segensverheißungen hat. Also unser Umgang, verstehe wohl, unser Umgang mit einander, mit Menschen, hat viel damit zu tun, ob du in den Segensverheißungen empfangen kannst oder nicht. Er sagt, deshalb sind viele von euch schwach und krank und etliche sind sogar entschlafen. Da gehen meine Antennen hoch. Mein Lieber, ich will. Ich muss auch an dem Bund. Wir haben auch Anteil an dem Bund. Nicht nur Gott. Wir meinen ja, Gott, du bist groß, du musst einfach mich versorgen. Du musst einfach alles tun für mich, was ich überhaupt brauche. Wenn ich Gesundheit brauche, sorgst du für mich. Wenn ich Geld brauche, was auch immer es ist. Danke, Herr, du bist mein Geist in der Flasche. Nein, das ist er nicht. Ein Bund heißt, es ist zweiseitig. Abraham hat den Bund überhaupt einführen können, weil er bereit war, sein Allerhöchstes, sein Allerbestes zu geben, seinen eigenen Sohn. Bereit war, ihn zu opfern für Gott. Und als Gott das sah, hat er gesagt, ich werde dir schwören bei mir selbst, dass auch alles, was du jemals brauchen wirst, bin ich bereit zu geben, sogar meinen eigenen Sohn. Und das hat er auch getan. Wisst ihr, für Abraham, es war ein größeres Opfer, seinen Sohn zu opfern, als sich selber zu opfern. Abraham hätte viel einfacher, viel lieber eigentlich sich selber umbringen können als seinen Sohn, weil sein Sohn war seine Zukunft. Es war seine Zukunft. Aber er vertraute Gott und er war bereit zu handeln. Wenn Gott sagt, er braucht meinen Sohn Isaac, warum, ich verstehe nicht, aber ich tue es, wenn er es braucht, dann tue ich es, weil ich vertraue dem Herrn. Und damit hat er Abraham geprüft und Abraham hat die Prüfung bestanden und somit ist Gott in ein Bündnis gekommen. Mein Lieber, wir haben den Stärkeren und den Größeren, der bereit ist, mit uns in einen Bund hineinzutreten. Und der trat, schau mal hier, der trat in den Bund ein, nicht einfach nur mit uns, gehen wir zum Galaterbrief, Kapitel 3.
Galaterbrief und Kapitel 3. Lesen wir ab Vers 15. Brüder, ich rede nach Menschenart, selbst eines Menschen rechtskräftig festgelegtes Testament hebt niemand auf oder fügt etwas hinzu. Also Testament, auch ein Bund, ja, das gehört dazu. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen, und der ist Christus. In anderen Worten, Paulus sagt, es wurde gesprochen zu Abraham und seinem Nachkommen, welches Jesus Christus sein wird. Das heißt, dem Jesus Christus, mit ihm wird er auch einen Bund machen. Und gehen wir zu Vers 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Also wenn ich vom Abendmahl nehme, wenn ich das Abendmahl sehe, dann ist es ein Zeichen für mich, dass ich in dem Bund stehe mit Gott. Gott, der ein Eid gemacht hat mit Abraham, ihm zu segnen in allem. Womit hat er ihn gesegnet? Kannst du es im 5. Buch Mose 28 lesen? Gesundheit, Wohlergehen, Schutz, niemals von seinen Feinden unterlegen. Ja? All diese Dinge. Und im Neuen Testament haben wir noch dazu alle geistlichen Segnungen, dass wir von Neuem geboren werden mit dem Herrn. Ein Eid, das gemacht worden ist mit dem Herrn und mit Gott. Gehen wir zurück zum 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Wenn wir vom Abendmahl nehmen, auch heute Morgen, so wollen wir auch bewusst sein, dass das Abendmahl als Zeichen des Bundes, als Zeichen der Verbindung mit Gott uns alles schenkt, was wir brauchen. Lesen wir in Kapitel 10 noch einen Gedanke dazu, was dieses bedeutet. Und zwar 1. Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede aus zu verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Was heißt es davon zu nehmen? Das heißt, dass wir damit aufzeigen, dass wir eins geworden sind mit Christus Jesus, in Gemeinschaft stehen mit ihm. Und wenn wir in Gemeinschaft stehen mit Jesus, dann sind auch all die Segensverheißungen von Abraham auf Jesus, auf uns. Also genauso, wenn wir nicht erkennen, was der Bund bedeutet, dann können wir von Krankheit, von Gebrechen überwältigt werden. Aber wenn wir erkennen, was der Bund bedeutet, dann egal wie groß es der Feind ist, auch wenn ein Goliath sich gegen uns erhebt, sei es in finanzieller Welt, sei es in der körperlichen Welt, egal wie groß der Goliath ist, wir können jedes Mal sagen, was sollst du als Unbeschnittener, als Name, der unter den Namen Jesus ist. Ich bin in einem Bund mit Gott und mein Gott, Halleluja, versorgt mich. Gott versorgt jeden Einzelnen von uns mit jeder Segens. Verheißungen. Aber seid ihr bewusst, und das ist, was Paulus natürlich zum Vorschein bringt. Wie gehen wir miteinander um? Du kannst einen Kurzschluss machen. Verstehst du? Du sagst, ja, ich weiß nicht, ob ich jeden wirklich so liebe, wie ich lieben muss. Mein Lieber, du weißt, ob du jemanden hast oder nicht. Hm? Hallo? Du hast vielleicht negative Gefühle, das heißt nicht, dass du sie hast. Ja? Negative Gefühle, also wenn jemand dir Böses tut, dann hat man auch negative Gefühle. Weiß nicht, ich bin auch Mensch. Ja? Aber es hat Jesus gesagt, was man tun soll, betet für eure Feinde. Fang an zu beten für sie. Fang an zu sehen, wie viel Gott dir vergeben hat in Christus Jesus. Vergebung ist das Allerwichtigste, was man lernen muss. Ich sage nicht, dass es einfach ist auf menschlicher Ebene, zum Teil auch unmöglich auf menschlicher Ebene. Aber auf göttlicher Ebene ist es möglich, wenn du dir dessen bewusst bist, was Gott dir vergeben hat.
Was hat er dir vergeben? Eine Ewigkeit in der Hölle? Ja, aber ich bin nicht so ein böser Mensch gewesen wie der andere. Ich habe nie einmal so etwas Böses getan, was der andere mir angetan hat. Spielt keine Rolle. Du würdest genauso schmoren in der Hölle wie sie. Wenn es nicht für Jesus gewesen wäre. Je mehr man sich dessen bewusst ist, wie Gott dich und mich liebt, umso mehr können wir eben auch nach dem Bund eben auch leben, dass wir wissen, dass wir nehmen ein Stück des Brotes. Jesus hat nicht jedem einen ganzen Leib Brot gegeben. Er nahm ein Leib, brach es, sprach, nehmet, esset. Wir sind ein Stück, ein Teil vom Ganzen. Und auch die Leute, die du vielleicht weniger magst, wenn sie Jesus Christus auch als ihren Herrn haben, wahrscheinlich wird es Versöhnungsmomente geben im Himmel, wo ihr beide plötzlich in einem Zimmer sein werdet und ihr müsst miteinander auskommen. Halleluja. Amen. Also lieber hier schon mal anfangen. Und jeden Kurzschluss, den es geben kann. Denn ein Bund, verstehen wir, ist nicht einseitig. Obwohl Gott der Stärkere ist. Aber es ist nicht einseitig. Ein Eid ist nicht einseitig, als die Eidgenossen da standen. Es war nur nicht einer, der dann da stand für die anderen meinen, sondern alle waren da füreinander. Und Gott braucht dich genauso, wie wir ihn brauchen. Wo braucht er uns? Er braucht uns darin, dass er sagt, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium. Ich will meine Gemeinde bauen. Ihr seid mein Leib. Würdet ihr bitte gehen? Würdet ihr? Hören wir das auch? Das ist der Teil des Bundes, wo der Herr uns bittet. Nicht in dem Sinne, wie er gerade Abraham gebeten hat, um seinen einzigen Sohn ihn zu opfern, aber er bittet auch uns für das, was er braucht in dieser heutigen Zeit, um Menschen zu retten. Um deine Arme, um deine Worte, um deine Augen, dass wir sein Leib sind, um hinauszugehen in dieser Welt. Das ist, was auch das Abendmahl heißt, ist das Zeichen des Bundes. Wir sind verbunden. Also es ist nicht nur, was er uns gibt. Halleluja, und das ist gewaltig. Aber es ist auch, dass wir damit mitteilen, Herr, ich bringe dir auch mein Leben dar. Mein Herz. Mein Bestes. Wer ich auch bin. Amen. Zum Abschluss gehen wir noch einmal zurück zur Apostelgeschichte 2 und lesen noch dieses noch einmal. Apostelgeschichte 2. Noch einmal Einblick in das Leben von den ersten Gläubigen hier, die mit Jesus gewandelt sind, die den Tag der Pfingsten hier gerade erlebt haben. Es heißt in Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Es war nicht nur Theologie, es ging darum zu wissen, was will Jesus, was will Gott, wie sollen wir leben, was gefällt ihm, was wünscht er sich. Sie verharrten in der Gemeinschaft miteinander, füreinander da sein, einander Freude machen, lachen miteinander, Feste feiern, Gemeinschaft. Im Brechen des Brotes, das heißt damals, das heißt Segen, das heißt Teilen, das heißt, wenn jemand was braucht, ein Geber sein. Und in den Gebeten, miteinander im Gebet sein. Und schau mal, was da passiert. Es kam aber über jede Seele Furcht. Eine Ehrfurcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel, als sie sahen, wie sie zusammenhalten. Wie sie eins sind füreinander. Vor dem Herrn nicht, weil sie perfekt waren, vollkommen waren. Aber sie waren verbunden mit dem Abendmahl, weil sie wussten, was Jesus für sie getan hat. Und alle gläubig geworden, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Heißt es, wir müssen Kommunisten werden? Nein. Es heißt hier nicht, dass sie alle Güter verkauft haben, aber sie hatten alles gemeinsam. In anderen Worten, niemand hat was gesagt, das gehört nur mir und ich will dir überhaupt nichts geben. Jeder schaute für den anderen, wenn du was brauchst, wir sind da für dich. Nicht um einander auszunutzen, aber dass man da war füreinander. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel,
brachen das zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Das war das Resultat davon. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist seine Bitte an uns, zu beten. Wenn du Mühe hast mit jemandem, wer auch immer es ist, fang an, nimm Zeit für sie zu beten. Aber erkenne den Bund, welches Gott mit uns hat. Wie wichtig ein Bund ist. Du kannst Goliath zerschlagen. Halleluja. Halleluja. Lass uns aufstehen.